Nähe, weil es ja hier auch Goethe und Schiller Stadt ist. Deswegen erzähle ich mal einen Witz von Goethe und Schiller. Naja, sind ja keine kleinen Kinder dabei, da kann ich das. Goethe und Schiller, die sind gerne spazieren gegangen. Aber Goethe war eben derjenige, der nicht so gehemmt war wie Schiller. Und Schiller hat sich immer vor allen, nicht gefürchtet, aber war etwas schüchtern. Und in Weimar ein bestimmtes Gässchen, das Rosmariengässchen, werdet ihr alle nicht kennen. Ich auch nicht, aber ich weiß es vom Erzählen. Das war ein sogenanntes Nüttengässchen. Und Goethe wollte nun Schiller mal was Gutes tun und hat gesagt, wir gehen dahin. Und dann sind sie nun in das Rosmariengässchen, das ist da in der Nähe, wo wir langgelaufen sind, Hertha Platz. Und Schiller nun ganz aufgeregt, musste vor lauter Aufregung nochmal pullern gehen. Dann hat er sich an die Seite gestellt und hat gepullert und oben aus dem Fenster hat eine von den Damen rausgeguckt und hat sich das so angeguckt und hat gesagt, Haare grau, Bipanblau, kann ich mir im Bochen sehen, ist thüringisch, das ist mir ein schlechtes Zeichen. So, und Schiller natürlich nun gleich zu Goethe gesagt, nee, nicht, komm, da gehen wir nicht hin, wir blamieren uns. Und er hat gesagt, und jetzt erst recht. Dann sind sie rein und da lag sie auf ihrer Ottomane so schön ausgebreitet. Und da hat sich Goethe so vor sie hingestellt und hat gesagt, bleiche Wangen, Brüstehang, Schnurre ist verdorrt. Komm Schiller, wir gehen wieder fort. Danke. Das ist ein Beifall.